herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Und wir haben gleich schon wieder Action. Hallo. 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 Jetzt habe ich mal den Herrn, also er gesagt, Peter, ja, der Hans. Ja, der Hans-Peter. Darf ich Sie beim Vornamen nennen? Ja, klar. Das sind okay, dann sind Sie, ich bin der Fabian. Hallo. Und Sie müssen dann der Hans sein, so wie ich gerade von dem Herrn Varuna erfahren habe. Jo. So, was ja, ist jetzt dann... Phase? Ja, ich hatte gerade schon mit dem Herrn, mit dem Hans gesprochen, der hat ja so ein Gerät, um Maschinen zu gucken, auf wem das Fahrzeug zugeht. Jetzt müssten wir nur noch mal einmal beide Fahrzeuge irgendwie zu einem Ort kriegen. Von welchem Fahrzeug reden Sie denn? Von einem Dodge Ram und noch einem Dodge Ram. Wissen Sie also noch, Hans-Peter, den Sie mir bestellt haben durch den Jürgen Rasex, den Stromberger mal anrufen. Ja, hier spricht die Dienststelle der Polizei Schwatzingen. Was kann ich für Sie tun? Ja, wer ist denn da heute der Polizist unterwegs? Ja, ich bin der Polizist. Ich bin der Herr der Hauptkommissar Stromberger. Ah, okay. Sie sind momentan der Einzigste? Ja. Okay, weil Sie haben Absperrung beschädigt, ne? So, das muss jetzt mal sein. Tut mir leid, Leute. Hä, hey, was? Sie haben ja meine Absperrung beschädigt, Herr Strom. Ich glaube, Ihr Telefon. Ich glaube, meine Leute um mir hören dann mein Telefon. Zwei Dodge Rams. Richtig. Und das sind Ihre. Hans-Peter? Ja. Ich musste gerade mal meinen Kopf. Also, es geht mir hier. Ich check gar nichts mehr. Sie wissen doch, den Dodge Ram mit Deutz Innenausstattung, Deutz Außenfarbe, den Sie mir bestellt haben, aufgrund, dass der Jürgen Rasex den für mich gekauft hat. Erinnern Sie sich? Ja, ich meine schon, ja. Oder haben Sie zwei davon verkauft? Ich bin nicht, ehrlich gesagt nicht sicher. Also in der Ausstattungsfarbe, das müsste man ja wissen. Also, Sie haben mir gerade das Auto umlackiert. Ich hab's umlackiert. Nee, das ist schon. Ich hab dem Herrn Hofer, den habe ich denn gerade so lackiert. Haben Sie jetzt lackiert oder der Herr Schmidt? Ich. Okay. Ich bin der Händler. Ja, eben, deshalb, er hat ja gerade gesagt, er hätte das umlackiert. Da hätte ich ja, da war ein sehr lautes Organ, der Herr Schmidt. Ja. Da hätte ich gern mal da gewusst. Oben in seinem Auto. Ob er die Ausbildung Herr Schmidt, hat. Kommen Sie doch mal bitte runter hier. Wohin dann? Hier, wo wir drei stehen. Der Herr Varuna, der Herr Peter ja, und der muss, ich. Der ich. Hier. Ja, tun Sie das. Das Problem ist, ich Herr kann... Herr Stromberger? Das... Ja? Moment. Wer bezahlt mir eigentlich meinen Arbeitsausfall? Müssen Sie mal Moment, den... Leute. Das okay. Bundesland an. Ja, ich werde es mit dem Bürgermeister klären. Sie haben ja gerade gerufen, dass Sie das Fahrzeug für den Herrn Hoffner umlackiert. Nee, ich war dabei. Wer das denn umlackiert? Weil der Herr Peter sagt, der... Beide. Wie viele Lackierpistolen haben Sie in Ihrem Betrieb, Herr Peter? Nein, wir haben beide den Auftrag gegeben. Ach so. Da müssen Sie sich aber trotzdem hat der Herr Peter umlackiert, oder? Ja, jetzt umlackiert. Okay, und Herr Schmidt, Sie sind eben mit Ihrem Fahrzeug durch die Gegend gefahren? Ja. Okay. Nein, meine. Ja, das ist Vortäuschen einer Straftat. Das ist, Warum? Weil Sie mit dem Herrn Hoffner zusammen... Hoffner? Herr Stromberger, stopp, warten Sie mal kurz. Ja? Ich glaube, der Herr Schmidt hat nicht gesagt, dass er gerade mitschneidet oder beziehungsweise das Telefon in der Hosentasche hat und jemand mithört. Hört jemand mit? Nein.
Ich wüsste von nichts. Okay, dann werde ich Ihnen das. Machen Sie mal die Hände raus. Tun Sie mal Ihr Telefon raus, bitte. Ja, hier ist mein Telefon, einfach nichts. Stellen Sie sich mal ins Sua-Gewicht. Wo? Dann durchsuche ich. Ja, vorne vom Steier am. An die Fräse. Ans Gewicht, dass du da den Kind. Ah! Ja! Ja, warum? Ey, Achtung, oder? Hilfe! Aua! Oh. Was soll denn das? Herr Hofner, aussteigen, Sie sind festgenommen. Herr Hofner! Ach, Hofer heißt der, ich hab immer Hofner gesagt. Ey! Herr Stromberger, ich würde mal mit meiner Arbeit weitermachen, wenn es nichts ausmacht. Der Kindergarten hier, der nervt mich. Ich meine, Sie wissen, wie Sie mich erreichen können, wenn noch irgendwas ist. Und der Herr Schmidt, auf Sie wird noch eine Anzeige vorkommen. Ja, aber warum kommen. Denn? Genauso wie warum an den Herrn Hof. Ja, warum denn? Herr Nee, weil darf man jetzt sein Fahrzeug nicht mal lackieren, wie man möchte. Wie bitte, Herr Peter? Ja, seit wann darf man denn sein Auto nicht mal lackieren? Wo hatten wir auf einmal den Herrn Hofer her? Ja, er ist ja hier. Hey, ich gehe mal kurz auf die Seite, Herr Peter. So, Herr Peter. Ja, ich muss jetzt leider auf Tagung. Okay, dann wünsche ich gute Fahrt und bis zum nächsten Mal, gell? Was ich noch sagen wollte. Ja. Ich kann zwar über mein GPS-Gerät, kann ich zwar die Geräte orten, aber das Problem ist, ich kann darüber nicht die Farbe sehen. Okay, nee, das ist ja selbstverständlich. Nee, ich glaube, das klärt sich jetzt. Also, ich weiß ja nicht. Jetzt hat er oben noch probiert, mich gerade umzubringen. Also, deshalb. Ich habe keine Ahnung, was bei dem los ist. Welche Sicherung bei dem durchgebrannt ist. Jo, danke. Also, bis dann. Tschüss. Bis dann. Schönen Tag noch. Ebenso. Oh, mein Gott, ey. Das gibt's ja mal gar nicht. Weiß nicht, was in die Schande, das ist ja schon ganz oben, ey. Also kann man hier mal absägen. Eieiei. Und mir geht die ganze Arbeitszeit flöten. Hallo, Tobias. Hallo. Du, wegen Forstarbeiten. Ja. Machst du das jetzt, oder? Ja, ich bin der ausgeschriebene Förster, von dem her. Okay, also rodest du auch Wälder ab und so? Wie bitte? Rodest du auch Wälder ab? Ja. Aber heute nicht mehr. Also heute bin ich noch beim Sepp beschäftigt. Also bist du noch beim Bäume abschneiden beim Sepp? Bei dem mache ich gerade die Baumstümpfe weg. Ah, okay. Also das neue Gerät testen. Okay. Um was geht's denn? Na, es geht um ein Waldstück oben am Bauhof. Okay. Besser gesagt um zwei Waldstücke. Okay. Ja. Aber wenn du Zeit hast, ruf mich doch mal an und dann machen wir uns das aus. Herr Stromberger! Ja? Was hat denn der da oben für ein... Also, geht mir so auf den Geist. Was hat denn der geschluckt, ey? Haben sie den mal auf Drogen getestet? Nee, aber ich werde nachher mal... Das war ein nagelneues Fahrzeug. Wenn ein Mitarbeiter von der Stadt... Auch schön. Anwesend ist, werde ich mal eine Gerichtsverhandlung einleiten. Eine Gerichtsverhandlung können Sie vergessen, stecken Sie im gleichen Knast. Das geht mal auf den Geist. Kann ja wohl nicht sein. Moment, ich muss mal kurz dem Sepp was sagen. Moment. Hallo. Sepp? Ja. Kannst du kurz warten? Der Vollidiot von Hofer ist mir schon in meine Karre gefahren. Ich habe keine Lust, dass da noch ein Baum drauf fällt. Achso, ja. Mein nagelneuer Traktor hat er gerade schon demoliert. Die ganze linke Seite ist am Arsch. Ja. Ist ja die Polizei. Ja, der hat alles gesehen.
bist du nett. Fahrerflucht. Fahrerflucht auch noch, ja. Alles, komplettes Paket. Naja. Gut, danke. So, Tobias, sorry. Ruf mich einfach das nächste Mal bitte an. Ja, okay. Gut, ciao. Jürgen, ja, was ist los, Volker? Ach, es geht mir auf den Geist hier. Der Hofer, der fährt mir in die Karre, der täuscht eine Straftat vor, indem er sagt, er hätte mein Auto geklaut. Dabei wäre es sein anderes, was er genauso hat umlackieren lassen. Das steht der doch unten. Ja, der hat behauptet, das wäre meins. Pass mal auf. Und der Stromberger ist dann schon hinterhergefahren und hat hier Wellen gemacht. Pass auf, damit das nicht mehr passieren kann. Ich schnapp mir das Auto, tu das auf den Tieflader bei mir und fahr da, dir das runter auf den Hof, okay? Jo, mach das bitte. Dann passiert da ja ehrlich gesagt. Ich mein Hof, weil ihr... Das jo, Hof ist aber im Norden. Wieso runter? Nee, mein Nein. Hof ist der Hof 3, der gehört mir. Ach, Sie haben jetzt mittlerweile einen eigenen Hof, der Herr. Ja. Ja. Da schon eine Weile, runter, das ist da noch nicht... Wenn da was passiert, kannst du ja Anzeige machen. Ja, das kann ich war, glaube ich, da, wo Sie mit dem Herrn Peter rumgefahren sind. Genau, ganz da unten. Dieser Steier und der alte... Ich bin da mal weg. Ich werde da mal meine... Tschüss, Jürgen. Ich werde da mal meine... wer ist es denn? Streife weiter. Sie wissen ja, wie Sie mich erreichen. Jo, mach ich. Das ist, mein Grundstück ist nur noch nicht im Grundbuchamt eingetragen, das ist das Problem. Achso, das müssen sie dann, ja. Ey, jetzt, wenn der mir jetzt auch noch den Traktor kaputt macht. Wissen Sie, wer alles bei der Stadt angestellt ist, den ich fragen könnte? Oh, kommen Sie mal mit, schnell. Ich glaube, da hinten ist was passiert, ich bin mir aber nicht sicher. Na, der fährt wieder. Der hat gerade abgehoben. Jürgen? Volker, ja. Hast du eine Schanze ausprobiert oder was los? Nee, ich glaube, hier war irgendwo ein kleines Schlachloch. Ja, ein kleines? Das sah aber nicht aus wie ein kleines hier bei mir. Wendy, ich habe gerade eine leichte Migräne. Also, ich weiß es nicht. Jetzt geht's wieder. Mir ist auch ziemlich schwindelig, muss ich ehrlich sagen. Okay, also muss man ein bisschen vorsichtiger fahren, Jürgen. Ich bin ja der ganz langsam hier runtergefahren. Herr Wasex, ich glaube, Sie sollten mal einmal schnell zum Arzt. Ah, nee, so schlimm ist es nicht. Okay, soll ich über die Leitstelle nicht doch lieber mal einen RTW oder einen NEF rufen lassen? Nee. Ach, Marti, wir haben ja gar keine Leitstelle hier. Das wird schon besser. Okay, ich habe mir nur Sorgen gemacht, weil es sah schlimmer aus, wie es dann wohl war. Ja, der Truck hat eine gute Federung. Ja, ist er. Eine sehr, sehr gute. Zählt das eigentlich noch zu den SUVs, so ein Geländewagen, oder ist das schon ein... Das ist ein halber Panzer, kann man eigentlich sagen. Ja, anhören tut er sich auch so. Ja. Okay, gut, aber ich muss immer noch arbeiten. Hör Herr Stromberger? Hör die Hupe an. Ja, Hammer. Herr Stromberger, ich... Wünsche Ihnen was, Sie melden sich, wenn was los ist. Jo, das werde ich machen. Okay. Jo, ich wünsche euch auch was, ne? Ich bringe dir dein Auto runter. Jo, danke. So. Ja, Moment, ich laufe lieber hinten rum. Der holt ja schon die Bäume raus. Obwohl ich gemeint habe, er soll warten, ey. So, ich muss ja noch ein bisschen Baumstümpfe abfräsen. Da ist auch noch ein. Okay, gut, Leute. Wenn es euch gefallen hat, war ein bisschen viel Action heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und schaut auch gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Ciao.